Der Pianist Alfred McCoy Tyner, einstiger Weggefährte von John Coltrane, gehört zu den prägendsten Stilisten des modernen Jazz. Seine Verbindung von raffinierter Harmonik und rhythmischer Komplexität ist legendär. Kritiker schwärmen, er klinge solo wie ein ganzes Orchester. Tyners Karriere begann 1959 im Jazz-Tett von Art Farmer und Benny Golson. Weltberühmt wurde er jedoch, als er sich dem Quartett des Tenorsaxophonisten John Coltrane anschloss. Gemeinsam mit Elvin Jones am Schlagzeug und Jimmy Garrison am Bass spielte er epochale Alben wie A Love Supreme und Crescent ein. Seit den späten 60ern profilierte sich McCoy Tyner sowohl als Solokünstler als auch als Trio-Chef und Big-Band-Leader und tourte in wechselnder Besetzung um die Welt. Der zweifache Grammy-Gewinner trat bei den JazzOpem 2009 auf mit Gerald Cannon am Bass, Eric Carmaux-Gravett am Schlagzeug und den Gästen Gary Bartz am Saxophon und Bill Frisell an der Gitarre. Viel Spaß bei diesem musikalischen Leckerbissen.